country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan is the future man. Hallo und wieder mal herzlich willkommen zu Paper Mario. Ich habe jetzt nicht den Spieltitel vergessen, ich habe jetzt gerade vergessen, was ich machen musste. Kokosnuss. Herr mit der Nuss. So. 18:15, gut. Okay. Uhr habe ich geschaut. Also, Kokosnuss. Mal gucken, wie der alte Sack die Kokosnuss aufkriegt. Ja, verdammt. Okay. Verlaufen. Da muss ich hin. So. Alter Drecksack. So, mein Kopale. Hier ist deine Kokosnuss. Bla 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 bla. Ah, danke. So, was haben wir jetzt? I wouldn't mind getting those red jars. That they say he were met in dried red desert and sand desert kingdom. According the pop... Oh cool, das lag gar nicht, wollte ich gerade sagen. To popular opinion. First by a dusty hammer. Had a dry pasta. Und dann nochmal Dusty Hammer. Und dann... Oh, guck mal. Hat er vergessen. Okay. So. Jetzt fühle ich mich sehr beleidigt. Eins, die Ultimate hat mir eine Nachricht geschrieben auf YouTube. Ich weiß jetzt schon, dass du dieses Rätsel nicht knacken kannst. Ah, das tut weh. Wieso soll ich das Rätsel nicht knacken können? Er hat mir schon drei Zutaten verraten. Drei Dinge verraten, die ich kaufen muss. Das andere hätte ich auch allein rausgefunden, aber trotzdem, vielen Dank. Trotzdem, vielen Dank. Weil ich sonst übelst lang rumprobiert hätte, trotzdem. So. Wackers Kick verkaufe ich jetzt endlich mal. Nein. Trotzdem, danke an 1 die Ultimate mal wieder. Hat mir wieder einen guten Tipp gegeben. Stoppen mal. Dann die Trockenpasta. Dann Staubhammer. Und ein Trockenpilz. Staubhammer, Trockenpasta, Staubhammer, Trockenpilz. Jetzt kriege ich diesen komischen Red Jar, diesen Tiegel. Den Rest verkaufe ich wieder. Und er meinte, das wäre dann die letzte Aufgabe in dem Spiel gewesen vom alten Cooper. Mal gucken, ob er recht behält. Wenn nicht, ich weiß, wo dein Bett schläft. So. Burps. Weiter die Deiter. Das war auch mal wieder eine anspruchsvolle Aufgabe, die ich aber dank meines Kumpels 1 The Ultimate gut lösen konnte. Vielen Dank nochmal an dich. Vielen herzlichen Dank. So, alter Drecksack. Hier, verreck daran. Was krieg ich? 3 Sternsplitter, sonst nichts mehr. Das war's! Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Paper Mario ist nach den Wünschen meiner Abonnenten durchgezockt worden. Ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Wir haben jetzt immer noch 7 Minuten. Eigentlich bleibt mir nichts mehr zu sagen. Schnell Word geschlossen. Balabalabum, balabalabum. Bleibt mir noch was zu sagen? Ich überlege gerade fieberhaft, ob ich noch irgendwas loswerden will. Doom 3 werde ich jetzt ab morgen wieder intensiv zocken. Habe ich ja schon sehr lange keine neuen Teile mehr ins Netz gestellt. Und bleibt mir sonst noch irgendwas zu sagen? Wenn ich irgendwann mal wieder Lust habe auf Paper Mario, dann sagt mir, was ich noch machen könnte. Irgendwann! Jetzt in den nächsten Monaten bitte nicht, aber irgendwann mache ich vielleicht mal die Sternsplitter und alles komplett. Aber jetzt, ganz ehrlich, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Paper Mario. Oh, ich bin Level 20, sehe ich gerade. Das ist nicht wirklich sehr hoch und ich habe Bowser gekillt damit. Also Leute, das war's mit Paper Mario. Vielen Dank fürs Zusehen. Das da war dann der letzte Teil.
Was ist jetzt los? Oh, der Sound ist ausgefallen. Wieso ist jetzt der Sound ausgefallen? Nicht so schlimm. Meines Let's Plays über Paper Mario 64. Ich hoffe, das Audio nimmt jetzt noch auf und das wird es aber schon aufnehmen. Und dann bedanke ich mich vielmals, dass ihr so fleißig geschaut habt. Das war mein erstes ernsthaftes Let's Play. Ich habe ja Double Agent angefangen und es ist ja nichts geworden jetzt. Und durch dieses Let's Play und vielleicht auch durch Doom 3 habe ich über 100 Abonnenten gekriegt und ich finde es einfach nur stark. Vielen Dank an die Leute nochmal, die mich abonniert haben. Vielen Dank an die Leute, die mich nach meinen 109 Abonnenten-Special abonniert haben. Ja, und ich schleim mal wieder rum, wie gar nichts, wie nichts anderes. Und dann bleibt mir jetzt wirklich nur noch eins zu sagen. Nämlich, the game must go on.